Schön, dass du wieder dabei bist bei der Veranstaltungsreihe Zukunft Erde. Heute mit dem unglaublich spannenden Thema können tote reden. Bleib dabei und erlebe, was wirklich direkt nach dem Tod passiert. Was kommt nach dem Tod? Ein helles Licht am Ende des Tunnels, das Wiedersehen mit verstorbenen Familienmitgliedern oder ein Liebesfilm, der von dem inneren Auge abläuft? Immer wieder berichten Menschen, die verschüttet worden sind, die ertrunken sind, die einen medizinischen Notfall überlebt haben, von Nahtoderlebnissen. Was ist an diesen Sterberlebnissen dran? Heute wollen wir das gemeinsam herausfinden. Angeblich wollen allein in Deutschland 4% der Bevölkerung so ein Nahtoderlebnis erlebt haben. Kennst du irgendjemand, der auch ähnliches erfahren hat? Manche beschreiben diese Erlebnisse als die schönsten, die sie je gehabt haben. Die Medien sind voller Nahtoderfahrungen. Da gibt es das Buch zum Beispiel, Den Himmel gibt es echt, in den USA ein Bestseller. In Amazon gehört es zu den 20 meistverkauften Büchern überhaupt aller Zeiten. Wie werden Nahtoderlebnisse eingestuft? Für die Wissenschaftler ein Beweis, dass es eine Seele gibt. Für Christen ein Beweis für ein Leben nach dem Tod. Für Mediziner nur ein Feuerwerk der Neuronen. Hier ist Don Piper. Da gibt es den Film 90 Minuten im Himmel. Don Piper war mit seinem Auto unterwegs im Januar 1989. Plötzlich rast ein riesiger LKW in sein Auto hinein. Don Piper stirbt. Das stellen die Sanitäter fest. Sein Leichnam wird dort im Unfallwrack mit einer Plane abgedeckt er liegt dort für ungefähr 90 Minuten. Im nächsten Moment, so sagt Don Piper, ist er im Himmel. Plötzlich sieht er ein helles Licht, Freude durchströmt ihn. Menschen kommen auf ihn zugerannt, da ist ein kräftiger, rüstiger Großvater. Insgesamt 90 Minuten ist er da, bis er, so berichtet Don Piper, bis er wieder zurück ins Leben gerufen wird. Da ist ein Pastor, der für ihn betet und Don Piper ist plötzlich wieder in Realität angekommen. Er er wacht von den Toten und ist wieder mitten unter den Menschen. Was sind Nahtoderlebnisse? Kommen die von Gott? Sind das dämonische Einflüsterungen? Vom christlichen Standpunkt aus betrachtet. Möchte Gott uns dadurch Freude, Hoffnung vermitteln oder sind da andere Mächte, andere Mächte beteiligt? Sind diese Nahtoderlebnisse vielleicht sogar dämonisch? Betrachten wir NATO-Erlebnisse aus medizinischer Sicht. Da war ein Universitäts Universitätsprofessor, der hat an einem Experiment teilgenommen. Er hat irgendwelche Pilze genommen, also Drogen. Nicht nachmachen, bitte. Und er sagt er beschreibt seine Erfahrung so nachdem ich bestimmte mexikanische Pilze gegessen habe wurde mir klar dass ich Timothy Larry dass ich Timothy Larry meinen Körper verlassen hatte ich konnte zurückschauen und ich sah mich tot im Bett liegen das war nichts anderes als eine Halluzination oder er war nicht tot hier ein anderes experiment man führte unter dem Arzt Dr. Meduna, einer Versuchsperson, 30% Kohlenstoffdioxid Kohlendioxid und 70% Sauerstoff zu. Anschließend beschrieb die Versuchsperson folgendes. Ich, ich sah mich auf einmal von oben herab, als ob ich weit weg im All wäre. Ich fühlte mich irgendwie von mir selber getrennt. Das waren Halluzinationen, die waren künstlich erzeugt worden. Durch Drogen und oder hier durch den Kohlendioxid. Wir kennen das doch auch, oder? Wenn wir schlafen. Auf einmal stehst du auf einer Klippe und wow, du fällst da runter, aber es ist alles nur ein Traum. Und du wachst auf und du denkst immer noch, es war Realität, aber in Wirklichkeit war es nur eine Einbildung. Bist du wirklich von den Klippen gefallen? Nein, es hat sich nur so angefühlt. Betrachten wir die Nahtoderlebnisse einmal aus der biblischen Sicht. Möchte Gott uns vielleicht. Kurz vor dem Tod etwas mitgeben, eine Hoffnung, eine Freude, ein Glücksgefühl. Hat Gott eine persönliche Botschaft für uns? Oder sind Nahtoderlebnisse teuflische Verführungen, die uns von Gott trennen? Ich habe eine wichtige Frage heute an dich. Worauf gründest du deinen Glauben? Auf Erfahrung oder auf das Wort Gottes? Was ist wichtiger? Es ist immer die Bibel. Das ist die Grundlage für unseren Glauben. Alle Erfahrungen müssen wir prüfen anhand der Bibel. Wie sind also Nahtoderlebnisse einzuordnen? Wo gehen wir hin, wenn wir sterben? Was passiert ein paar Sekunden nach dem Tod? Himmel, Hölle, das Nichts? Werden wir in unserem Tod mit unseren Vorfahren vereint werden? Werden wir sie wieder treffen? Können wir dann wieder in das Leben hier eingreifen? Können Tote sprechen? Befinden wir uns in irgendeiner Geisterstadt? Oder schlafen wir? Fühlen wir gar nichts mehr? Was sagt die Bibel über Nahtoderfahrungen? Was sagt Gott heute durch sein Wort? zu uns. Komm mit mir heute auf eine unglaubliche Reise, eine Reise, die uns diese Fragen beantwortet. Was passiert nach dem Tod? Können Tote sprechen? Heute wollen wir die Bibel öffnen. Das Wort Gottes gibt uns klare Antworten. Heute möchte Gott dir Hoffnung schenken. Vielleicht hast du einen Ehemann, eine Ehefrau durch den Tod verloren, vielleicht deine Eltern, deine Großeltern sind von dir gegangen, deine Kinder sind verstorben oder liebe Verwandte, Freunde, Nachbarn und du fragst dich: was ist jetzt mit diesen Menschen? Was passiert direkt nach dem Tod? Können wir mit den Toten kommunizieren? Ist es möglich? Heute möchte Gott uns durch sein Wort Frieden geben, Hoffnung, eine echte Zukunft. Er wird uns diese Fragen beantworten. Die Wissenschaftler sagen, nach dem Tod gibt es gar nichts mehr. Die Ägypter haben gesagt, der Mensch hat eine unsterbliche Seele. Bei dem Tod verlässt die Seele den Körper und fliegt irgendwo herum. Übrigens sagen heute auch viele Kirchen, oder? Aber was sagt die Bibel? Was sagt Gott? Gehen wir direkt in den Himmel, in die Hölle oder kommt gar nichts? Was sagt Gott? Schlafen die Toten? Warten sie auf die Auferstehung, auf die Wiederkunft Jesu oder sind die Toten schon im Himmel? Warst du schon einmal bei einer Beerdigung? Ja oder nein? Wahrscheinlich schon, oder? Jetzt hörst du den Pastor, wie er da vorne predigt und sagt, Markus ist gestorben, es tut uns so leid und es tut uns so weh. Markus wartet auf die Wiederkunft Jesu. Seine Seele hat seinen Körper schon verlassen. Er ist schon bei Jesus. Und du fragst dich, hä? Habe ich irgendwas nicht richtig verstanden? Also, Markus wartet auf die Wiederkunft Jesu, aber seine Seele ist schon bei Jesus. Und, also, was stimmt jetzt nun? Ist er tot? Ist seine Seele bei Jesus schon? Aber wenn er auf Jesus wartet, warum ist seine Seele schon bei Jesus, macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Was sagt die Bibel über die Lehre der unsterblichen Seele? Komm mit mir heute zurück zum ersten Buch der Bibel. Erst wenn wir den Anfang des Lebens verstehen, können wir auch das Ende des Lebens genauer überhaupt ergründen. Wir schauen uns die Schöpfung der ersten Menschen an. Gehen wir zurück zur Erschaffung der Welt. Wir lesen zusammen das Wort Gottes, 1 Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine was? Eine lebendige Seele. Gott nimmt hier die Erde vom Boden. Er formt einen Menschen. Er bläst seinen Odem hinein, seinen Geist. Und der Mensch wird eine lebendige Seele. Hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ist der Mensch eine lebendige Seele oder hat der Mensch eine lebendige Seele? Die Bibel sagt ganz klar, der Mensch ist eine lebendige We Seele. Hier eine Gleichnung, Gleichung, ich weiß nicht, ob die Mathe, ob dir das Spaß macht, aber hier eine Gleichung, die ist ganz einfach, die werden wir jetzt gemeinsam lösen können, Staub plus Geist, also die Erde plus den, den Lebensodem Gottes ergibt was? Eine lebendige Seele. Oder noch mal, Anders ausgedrückt, hier haben wir die Elemente der Erde, zusätzlich den Atem, das ergibt ein lebendiges Wesen. Im, Deutsch, im deutschen Sprachgebrauch verwenden wir heute das Wort Seele auch oft gleichbedeutend für Mensch. Nehmen wir mal an, du machst gerade Urlaub in Österreich mit deinem Ehepartner. Und dein Partner sagt zu dir, ich würde gerne mal ein paar Postkarten schreiben an meine Freunde. Könntest du mal in das nächste Dorf fahren und dort eine Postkarte für mich einkaufen? Und der Partner sagt, okay, kann ich machen. Und dann ist er dort unterwegs. Kommt nach langer Zeit wieder und du fragst deinen Partner, ähm, warum warst du so lange weg? Und dein Partner sagt zu dir, ja, ich ähm, das war ein, ein extrem kleines Dorf und ich musste... Ich musste so lange nach einem Kiosk suchen, da gab es gar keinen Kiosk, also da gab es keine Postkarten nicht. Ich habe leider nichts mitgebracht, ich stehe hier mit leeren Händen. Und dann fragst du deinen Partner, wie viele Menschen haben denn da gewohnt? Und dein Partner sagt, ah, in diesem Dorf, da waren nur 100 Seelen. Was? 100 Seelen? Sind die, sind die da überall herumgeflogen und haben die Angst eingejagt? Nein, nein. Dein Partner meinte natürlich, 100 Seelen, das sind 100 Menschen. Eine Seele, das ist ein lebendiges Wesen, das ist ein Mensch. Ja, kann denn eine Seele auch sterben, ja oder nein? Ganz klar, hier das Wort Gottes, Hesekiel 18, Vers 4. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Was ist das andere Wort für Seele? Ein Mensch, ein Mensch, der sündigt, der soll sterben. Die Bibel verwendet den Ausdruck Seele für auf zwei Arten erstmal etwas das was wir sind eine lebendige Kreatur und zweitens was wir haben das Leben an sich wir sind lebendige seelen wir besitzen das leben wir sind eine seele aber wir haben keine seele hier ein parallelismus in Matthäus 16 Vers 25 und 26 denn wer sein leben erhalten will der wird es verlieren wer aber sein leben verliert um meinetwillen der wird es finden was Hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Also hier haben wir ganz klar, Leben steht für Seele. Wenn es eine unsterbliche Seele geben würde, würde diese Bi die Bibel den Begriff verwenden, natürlich. Aber in der Bibel gibt es keine unsterbliche Seele. Die Lutherbibel verwendet den Begriff Seele ungefähr 230 Mal. Doch nicht ein einziges Mal kommt der Ausdruck unsterbliche Seele vor. Das kennt die Bibel nicht. Ja, christliche Kirchen verwenden den Ausdruck eine unsterbliche Seele. Christliche Prediger verkündigen es auf der Kanzel, es gibt eine unsterbliche Seele. Aber die Bibel kennt das nicht. Wir sind sterbliche Wesen. Wir müssen sterben. Erst bei der Wiederkunft Jesu erhalten wir Unsterblichkeit. 1. Korinther 15, Vers 53. Denn dies Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Wir sind lebendige Seelen, lebendige Menschen, weil wir gesündigt haben, von Gott getrennt sind, sterben wir und wir erhalten die Unsterblichkeit. Wann? Beim Kommen Jesu. 1 Timotheus 1, Vers 17. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie wird Gott hier beschrieben? Er ist unvergänglich, unverweslich, unsterblich der allein gewaltige der könig der könige und der herr der herrscharen der allein was hat unsterblichkeit achte hier auf das wort allein wenn jemand etwas alleine hat was bedeutet das dass andere es nicht haben dass nur er es hat also wenn nur ich der einzige bin der mein portemonnaie hat also wenn nur ich es besitze was heißt das ja dann hoffe ich dass du es nicht hast oder so hat auch nur gott alleine unsterblichkeit im Laufe der Jahrhunderte ist die Lehre der Unsterblichkeit der Seele durch die Hintertür in die Kirchen hineingekommen. Diese falsche Lehre verführt heute viele Menschen. Satan berührt damit die Menschen emotional und verführt sie. Gott möchte gerne die Botschaft der Bibel wiederherstellen, eine Wahrheit für dich. Er möchte, dass du glücklich wirst. Der Historiker William E. Gladstone sagt hier, die heidnische Lehre über die Unsterblichkeit der menschlichen Seele gelangte durch die was? Durch die Hintertür in die Kirche. Diese Lehre kommt ursprünglich von den Babyloniern und von den Ägyptern aus der Zeit des Alterstums. Hier haben wir die Ägypter. Sie glaubten an die Unsterblichkeit der Seele. Und hier haben wir eine Grabmalerei, die zeigt uns einen ägyptischen Arzt, der bereitet den Pharao auf den Tod vor. Und sie glaubten an Ba, an Cha, an die unsterblichen Teil des Menschen. Auch die Römer glaubten daran, dass die Seele nicht sterben kann. Aber, mein Freund, woher kommt in Wirklichkeit die Lüge dieser Lehre der unsterblichen Seele? Wer hat diese erste Lüge verbreitet? Hier, das Wort Gottes, 1. Mose 3, Vers 4. Keineswegs werdet ihr des Todes sterben, das zischte die Schlange. Das ist eine Lüge Satans. Sind Adam und Eva gestorben? Natürlich. Adam und Eva waren nicht unsterblich. Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt, von Gott getrennt, mussten das Paradies verlassen, sind endlich gestorben. Satans Lüge. Das ist die Unsterblichkeit der Seele. Das ist auch das, was die Satansanbeter der Spiritismus lehrt. Hier ein Zitat. Das fundamentale Prinzip des Spiritismus, das sind die Menschen, die Satan anbeten, besagt, dass der Mensch den körperlichen Tod was überlebt und dass wir gelegentlich unter noch nicht gänze erfassten Bedingungen mit denen Kontakt aufnehmen können, die vor uns gegangen sind. Aha, der Spiritismus sagt, die Toten sind gar nicht tot, wir leben nach dem Tod weiter und können sogar mit den Verstorbenen kommunizieren. Das ist wieder eine gruselige, gruselige Vorstellung hier, was der Oliver Lodge, ein Spiritist aus London, sagt. Auf dem Friedhof gibt es keinen Tod, sagt er. Ich führe des Öfteren Gespräche mit Verstorbenen. Ich zweifle nicht daran, dass Menschen nach ihrem Tod weiterleben, denn ich spreche häufig mit ihnen. Satanisten glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Das hört sich doch alles sehr nach Nahtoderlebnisse an, oder? Könnte das sein? Tausende von Christen werden am Ende der Zeiten verführt werden. Plötzlich erscheinen verstorbene Angehörige. Kennst du diese Geschichten? Vielleicht schon mal selber erlebt, dass jemand, der schon tot ist, wieder erscheint, auf einmal vor dir steht, mit dir redet, dich immer wieder besucht? Solche Phänomene gibt es heute. Das ist nicht nur etwas, was Hollywood in den Filmen zeigt, das ist etwas, was Menschen tatsächlich real erleben. Ja, wer erscheint dann da? Können Tote sprechen? Sind das die verstorbenen Menschen? Sind das vielleicht Dämonen in Menschengestalt? Achtung, wir dürfen nicht vergessen, in Offenbarung 16 da sagt uns das Wort Gottes, dass ganz am Ende die Menschen verführt werden durch Zauberei. In 2 Korinther 11, Vers 14 lesen wir, dass selbst Satan sich als Engel des Lichts verstellen kann. Ja, ja, Satan wird die Wiederkunft Jesu so imitieren. Er wird viele verführen und sagen, ich bin der echte Messias, folge mir nach. Aber Jesus wird die Erde nicht betreten. Satan schon. Die Bibel sagt ganz klar, wenn wir tot sind, sind wir tot. Wir kehren nicht wieder zurück. Dazu später einige klare Texte. Ich habe folgende Geschichte gehört. Da gab es eine Familie, die als Missionare in Afrika Gott dienten. Eines Tages passierte ein schreckliches Unglück in dieser Familie. Das kleine vierjährige Mädchen hatte versehentlich Gift genommen. Es verstarb ein paar Tage später. Die Familie war vollkommen zerstört, emotional kaputt. Durch den Verlust des kleinen, kostbaren Mädchens. Sie legten jetzt das tote Mädchen in einen nahegelegenen Friedhof. Die Beerdigung fand statt. Und Vater und Mutter konnten das Leid kaum ertragen. Die Mutter wollte ein wenig Zeit für sich selber haben. Sie ging nach der Beerdigung, es war schon bereits dämmerig geworden, nach Hause. Sie war noch einmal in das Zimmer hineingehen von ihrer Tochter, die ja schon bereits tot war. Vor allem hörte sie Schritte, die Treppe knatschte, die Tür ging auf, plötzlich stand ihre Tochter vor ihr. Aber sie wusste, das kann doch nicht sein. Ihre Tochter hat sie doch vor ein paar Stunden erst beerdigt. Und diese Gestalt kam immer näher und, und sprach sie an, die Gestalt, die wie ihre Tochter aussah, und sagte, Mama, Mama, ich bin hier, ich, ich bin wieder zurückgekehrt, ich liebe dich so sehr und er spürte die mutter wie die tochter sie umarmte aber sie erinnerte sich an das wort gottes das kann nicht sein die toten sind tot sie wissen gar nichts da hat die mutter zu diesem wesen das vermeintlich ihre tochter wäre gesagt im namen jesu du bist nicht meine tochter verschwinde von hier und plötzlich puff, war dieses wesen weg das war eine dämonen menschengestalt mein lieber Freund, ich sage dir, wenn auch immer du mit dämonischen Kräften in Verbindung stehst, Jesus Christus ist stärker, er hat den Kampf gewonnen. Du brauchst nur den Namen Jesu anzurufen und dann wird Satan all seine Dämonen sofort weichen. Gott hat den Kampf gewonnen. Entscheide dich für Jesus, dann bist du auf der sicheren Seite. Der Lehrer der unsterblichen Seele öffnet Satan die Tür. Die Dämonen kommen und manipulieren unsere Gefühle. Sie bringen uns Ehelehren, sie wollen uns von Gott trennen, aber Gottes Weg ist viel besser. Der Tod ist nur eine Pause bis zur Auferstehung. Die Bibel sagt weiter in 1. Korinther 15, Vers 51 und 52, siehe, ich sage euch ein, was ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune Gottes erscheinen und die Toten werden auferstehen wie? Unverweslich und wir werden verwandelt werden. Dann endlich öffnen sich die Gräber. Die Toten kommen hervor aus den Kerkern, aus den Grotten, aus den Tiefen des Meeres. Dort, wo sie gestorben sind, werden sie auferstehen mit neuen unsterblichen Körpern. Der Tod ist nur ein, eine kurze Pause bis zum Kommen Jesu, bis Jesus uns ruft mit seinem Namen und sagt, steh auf. Und da werden wir bei dem Herrn sein eine Ewigkeit. Da war ein Prediger, der hielt christliche Vorträge wie diese hier. Bei den Abendveranstaltungen war seine Familie mit dabei. Auch sein kleiner Sohn. Und sein kleiner Sohn hatte die Angewohnheit, dass er immer zehn Minuten nach Beginn der Predigt im Einschlafen war. Und pff, da schlief er ein, Papa Stimme ja, war so monoton. Und bumm, war der kleine Sohn weg. Der Sohn hat weitergeschlafen, auch als der Vater ihn dann vorsichtig sanft in das Auto trug. Von dort sind sie dann vom Veranstaltungsort nach Hause gefahren. Der Sohn war immer noch am Schlafen, selbst dann, als der Vater ihn ins Bett legte. Am nächsten Morgen, die Nacht war schon längst vorbei, kam dann der Vater, der Verkündiger, der Prediger, der Evangelist, in sein Zimmer und weckte den kleinen Jungen auf. Und der kleine Junge hörte die Stimme von dem Vater und sagte, Papa, Papa, du predigst ja immer noch. Aber nein, sagte der Vater, nein, nein, so lange habe ich auch noch nicht gepredigt. Ich habe mich die ganze Nacht hindurch verkündigt. Du bist eingeschlafen, mein süßer kleiner Junge, und du hast die ganze Nacht von gestern Abend bis jetzt an geschlafen. Der Tod ist wie ein Schlaf. Wir haben keine Übersicht mehr über die Zeit, kein Empfinden mehr, was passiert. Es ist nur eine kurze Pause. Wir werden dann Jesus Christus sehen, wie er in den Wolken des Himmels wiederkommt, wenn wir mit ihm gelebt haben. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige, Seele. Der Tod ist die Umkehrung der Schöpfung. Hier, Prediger 12, Vers 7. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist. Und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Was passiert beim Tod? Erstens, der Körper wird wieder zu Staub. Zur Erde. Und wohin geht der Geist? Der Geist geht zu Gott. Es machen viele Ausleger hier. Den Fehler, dass sie sagen, hier haben wir es doch. Siehst du, der Geist geht wieder zu Gott, die Seele geht wieder zu Gott. Aber stopp mal kurz, Geist hier meint nicht die Seele, Geist meint hier den Lebensodem, die Kraft Gottes, die er in uns hineingelegt hat. Geist und Seele sind in der Bibel zwei unterschiedliche Dinge. Im Alten Testament haben wir in der Bibel dort das hebräische Wort ruach. Ruach, das steht für Atem. Geist und Atem sind hier identisch. Geist und Seele sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Wenn wir also sterben, da wird unser Körper wieder zur Erde und unser Ruach, unser Geist, unser Atem, den atmen wir auch aus und da kehren wir wieder zurück zu Gott. Hier, hier 27, Vers 3. Ja, solange noch mein Odem in mir ist und der Geist von Gott in meiner Nase. Hier haben wir einen hebräischen... Parallelismus schon wieder. Also es heißt, eine Aussage wird im ersten Satz gemacht und im zweiten Satz erklärt, wo ist der Odem in mir? Und der zweite Satz sagt, was ist in mir? Der Geist von Gott. Also der Geist von Gott, das ist der Odem. Das ist diese Lebenskraft, die Gott mir schenkt. Wenn ich sterbe, wird mein Körper zur Erde und dieser Geist, dieser Lebensodem kehrt wieder zurück zu Gott, zu dem Schöpfer. Hier ein anderer Text. Denn wie der Leib ohne Geist, wie ist tot. Der Körper wird zu Staub. Der Geist geht wieder zurück zu Gott. Wir wollen das einmal gerne illustrieren anhand einer Glühbirne. Hast du zu Hause Glühbirnen? Bestimmt, oder? Klar haben wir alle. Wenn eine Glühbirne aus ist, ist da kein Licht. Angenommen, die Glühbirne steht für deinen Körper. Okay? Wofür steht die Glühbirne? Für deinen Körper. Und gleich werden wir Strom durch diese Glühbirne jagen. Der Strom, die Energie steht für den Atem, für den Lebensodem Gottes. Kannst du mal kurz das Licht bei dir zu Hause anmachen? Oder kannst du mir mal helfen, das Licht hier anzumachen? Machen wir mal kurz gemeinsam. Danke für die Hilfe. Das war sehr nett. Wenn wir jetzt den Lichtschalter betätigen, um das Licht anzumachen, kommt der elektrische Strom vom Generator, fließt durch die Lampe und schenkt uns was? Licht. Also der Atem Gottes, diese Kraft Gottes, die kommt von Gott, geht durch unseren Körper hindurch und wir leben. Produkt aus der Kraft Gottes und im Körper ist eine lebendige Seele. Hier haben wir Strom, die Glühbirne, wir haben Licht. Was passiert, wenn ich jetzt das Licht ausschalte? Vielleicht kannst du mir da auch mal kurz helfen. Mach mal dein Licht jetzt aus oder hier das Licht. Danke. Wenn ich das Licht ausschalte, dann geht das, der elektrische Strom zurück. Wohin zum Generator? Genauso wieder bei den Menschen. Wenn der Mensch stirbt, ist das Licht, das Leben nicht mehr da. Es existiert einfach nicht mehr weiter und der lebensodem, die lebenskraft, die geht wieder zurück wohin zu Gott, zu dem Erschaffer. Wir warten voller Ruhe und Frieden, bis Jesus Christus uns auferweckt bei seinem zweiten kommen. Wie viel wissen dann die toten? Psalm 146 Vers 4. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde zurück, am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Der Körper wird wieder zur Erde, der Geist geht aus zu Gott. Und was weiß der Mensch? Was kann er wahrnehmen? Gar nichts. Da ist keine bewusste Existenz mehr. Da ist alles vorbei. Oder Prediger Kapitel 9, Vers 5. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen wie viel? Ein wenig. Nein, sie wissen gar nichts. Danke, dass du mit dabei bist und mich korrigierst. Die Toten wissen absolut überhaupt nichts. Ihr Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen. Die Gefühle sind nicht mehr da. In der Bibel wird der Tod als Schlaf, als eine Pause beschrieben. Wir sind in Gottes Armen geborgen, als ein Ort der vollkommenen Ruhe, der Entspannung. Gott bewahrt meine Persönlichkeit, meine Identität auf. Er kennt mich bei Namen und eines Tages wird er mich auferwecken und mir einen neuen Körper schenken. Dann werde ich in aller Ewigkeit bei ihm sein. Der Tod ist wie ein Schlaf. An 53 Stellen in der Bibel wird der Tod wie ein Schlaf bezeichnet. Er ist wie eine Pause. Dein toter Angehöriger? leidet nicht mehr. Er hat nicht mehr die Sorgen des Lebens. Er kämpft nicht mehr gegen den Krebs. Er hat nicht mehr diese Schmerzen. Er ruht sich aus bis zum herrlichen Tag der Wiederkunft Jesu. Und was wird das für ein Tag sein? Der Tod ist kein Ende. Du kannst deinen Ehemann, deine Ehefrau, deine Eltern, deine Großeltern, deine Kinder, deine Verwandten, die mit Jesus gelebt haben, wiedersehen. Eines Tages werden wir als Familie wieder vereinbart werden. Wir werden zusammen sein. Gott loben. In Ewigkeit, diese Herrlichkeit werden wir niemals mehr verlassen. Was wird das für ein glorreicher Tag sein, wenn Jesus kommt? Dafür schlägt dein Herz. Das ist das Wichtigste in deinem Leben. Vergiss alles andere. Für diesen Moment lebst du, in das Reich Gottes zu kommen. Psalm 134, Psalm 13, Vers 4. Schaut her und erhöre mich, o oh Herr, mein Gott. Erleuchte, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Also auch für David war der Tod wie ein... Todesschlaf. Es gibt gute Nachrichten, der Tod ist nicht das Ende. In Wirklichkeit ist der Tod eigentlich erst der echte Anfang. Natürlich, der Anfang hier ist, wir entscheiden uns für Jesus, aber der Tod ist in eine kurze Trennung, bis Jesus Christus dann wiederkommt. Wir brauchen den Tod also gar nicht zu fürchten. Ich brauche keine Angst haben vor dem Tod. Wenn ich dahin gehe, werde ich neues Leben haben, auferweckt werden von Jesus Christus. Wird eigentlich Jesus den Tod gesehen? Jesus war unterwegs, da hörte er davon, dass sein guter Freund Lazarus krank war. Und er sagte, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Die Jünger dachten, ähm, Lazarus schläft tatsächlich, es müsste ihm ja körperlich ganz gut gehen und das Hügel ist vielleicht runtergegangen, aber Jesus meinte etwas anderes. Aber hier ist erstmal die Jünger. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Aber Jesus sagte, er hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er redete vom natürlichen Schlaf. Lazarus war tatsächlich gestorben, aber Jesus verglich hier den Tod mit einem Schlaf. Lazarus ist was? Er ist eingeschlafen. Lazarus ist gestorben. Mein lieber Freund, ich glaube, das, was Jesus sagt über den Tod, und ich möchte nicht einer Lüge der Babylonier, der Ägypter, der Römer glauben, ich möchte das glauben, was die Bibel sagt über den Tod, nicht einer Lüge Satans reinfallen. Jesus sagt, der Tod ist wie ein Schlaf und im Tod wissen wir gar nichts mehr. Da ist alles vorbei, das Denken und das Fühlen, kein Wissen mehr vorhanden. Wir warten bis zur Wiederkunft Jesu. Jesus spricht zu ihr, das war hier zu Maria und Martha, dein Bruder wird auferstehen. Sie weinten, sie hatten Angst. Ihr Bruder war gegangen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, wann in der Auferstehung am letzten Tag. Martha glaubte nicht an die Lehre der unsterblichen Seele, sie glaubte an die Auferstehung der Toten bei der Wiederkunft Jesu, aber Jesus antwortete ihr mit den herrlichen Worten: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und damit Jesus hier demonstrieren konnte, dass er wirklich die Macht über den Tod hatte, hat er was getan. Er hat Lazarus von den Toten auferweckt. Er ist in dem Grab hingegangen und Lazarus lag da schon vier Tage tot. Und da steht Jesus vor dem Grab und er ruft laut: Lazarus, Lazarus, komm heraus! Was muss das für ein gewaltiger Augenblick gewesen sein, als plötzlich sich etwas rührte. Und die Menschen fragen sich: Was geht da vor sich? Bewegt sich jetzt ein, ein Toter, steht der Mensch auf und da kommt Lazarus heraus von den Toten. Die Menschenmasse ist überwältigt, sie loben, sie preisen Gott an. Wenn Jesus Lazarus auferwecken kann von den Toten, kann er auch dann deine verstorbene Ehefrau, deinen Ehemann, deine Eltern, deine Großeltern, deine Kinder, die mit Gott gelebt haben, auferwecken. Kann er auch dann den Toten deinem Leben besiegen? Natürlich, klar. Bist du enttäuscht? Hast du diese Leere in deinem Herzen? Ist da jemand, den du so unglaublich liebst und geliebt hast, von dir gegangen? Jesus wird diesen Menschen wecken am jüngsten Tag, wenn er wiederkommen wird. Du bist einsam und alleine. Du hast dieses Baby verloren, auf das du dich so lange gefreut hast, und dann ist es tot zur Welt gekommen. Du warst mit deinem Ehemann so glücklich verheiratet, dass er plötzlich bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Da waren deine Eltern, mit denen du so tolle Momente in deinem Leben verbracht hast, die du so über alles geliebt hast. Und plötzlich ist der Krebs gekommen und hat sie vernichtet. Eines Tages werden wir wieder vereint sein. Aber Moment mal, wenn das, was die meisten Kirchen heute lehren, stimmt, wenn Lazarus eine Nahtoderfahrung gehabt hätte, wenn Lazarus vier Tage im Himmel gewesen wäre, ähm, Moment mal, also wenn ich Lazarus gewesen wäre, wenn ich vier Tage im Himmel gewesen wäre, hätte ich zu Jesus gesagt: ähm, Jesus, ich, ich, ich will gar nicht zurück. Das ist so schön hier oben auf der neuen Erde, im, im Himmel. Ich habe hier so viel Spaß und so viel Freude. Ich will nicht mehr zurück auf diese düstere, sündige Erde. Jesus, lass mich hier oben im Himmel. Aber Jesus sagte nicht, Lazarus, komm herab. Jesus sagte, Lazarus, komm heraus. Wenn jemand ein Buch über NATO-Erlebnisse hätte schreiben sollen, dann wäre das Lazarus gewesen, oder? Das wäre heute ein echter Bestseller. Aber er hat kein Buch geschrieben, kein Film wurde darüber äh, in die Medien gebracht. Lazarus war tot. Und wirklich tot. Jesus hat, hat ihm wieder das Leben gegeben. Lazarus hatte kein Sterbeerlebnis. Die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, sagt das Wort Gottes, aber die Toten wissen nichts, gar nichts. Der Tod konnte Lazarus nicht halten. Der Tod kann auch deine lieben Angehörigen nicht halten. Du musst nicht Angst haben vor dem Tod. Im Gegenteil. Eigentlich, eigentlich kannst du dich sogar freuen auf deinen Tod. Also, jetzt nicht, dass du lebensmüde wirst, ja. Das meine ich damit nicht, aber der Tod, das bedeutet ein Ende von all den Leiden, von all dem Sorgen, von all dem Problem, von den Versuchungen, von dem Kampf mit der Sünde, von den ganzen Enttäuschungen. Wenn du tot bist, bist du geborgen in den Armen Jesu. Du bist einfach nicht mehr da. Du fühlst nichts mehr. Und der nächste Moment ist pff, die Wiederkunft Jesu. Dann wirst du bei ihm sein, alle Zeit. Du brauchst keine Angst haben. Hier, 14, Vers 21. Ob seine Kinder zu Ehren kommen, weiß er nicht. Und kommen sie herunter, so merkt er es nicht. Wir kriegen nichts mehr mit von den Geschehnissen auf dieser Erde. Aber vielleicht sagt heute jemand hier, aber mir gefällt die Vorstellung, dass meine Eltern, mein Vater, meine Mutter, dass, naja, meine lieben Angehörigen jetzt oben im Himmel sind und mich beobachten, dass sie auf mich hinunterschauen können. Achtung! Denken wir das einmal jetzt bewusst durch. Angenommen, deine Mutter ist im Himmel und sieht wie, wie ihr kleiner Junge, wie ihr Sohn Fußball spielt. Und der kickt mit dem Ball, schießt den Ball und alle Kinder rennen hinter dem Ball. Der Ball rollt über die Straße, dein Sohn hinterher. Da kommt ein großer Wagen angefahren, überfährt deinen Sohn und er stirbt. Wie würde sich die Mutter bei einem Unfall ihres Sohnes fühlen? Würde diese Mutter im Himmel glücklich sein? Oder hier ist ein Soldat im Krieg, mitten im Gefecht. Er wird von den feindlichen Soldaten gefangen genommen. Die Feinde stechen ihm seine Augen aus. Sie schneiden seine Zunge ab. Sie fordern den Soldaten ohne Gnade. Angenommen, seine im Himmel lebende Mutter sieht das alles. Wie würde sie sich dabei fühlen? Ist Gottes Weg doch nicht viel besser? Stellen wir uns vor, die christliche Mutter sieht nicht ihren Sohn, der auf Abwegen gekommen ist. Und irgendwo auf dem Hinterhof, da ist ihr Sohn, der schießt sich Drogen durch die Venen. Aber diese christliche Mutter ist von allem behütet. Sie kriegt davon nichts mit. Gottes Weg ist viel besser als der Weg der Menschen. Wir sterben, da ist kein Schmerz, keine Leiden, keine Sorgen. Wir schlafen, wir ruhen einfach. Da ist kein Zeitempfinden, wir warten auf das Kommen Jesu. Gottes Weg ist viel besser. Er lässt uns ausruhen bis die neue Erde. Er schaffen wird, bis Jesus Christus wiederkommen wird, bis er uns mitnehmen wird in den Himmel. Psalm 115, Vers 7. Die Toten loben den Herrn nicht. Keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Die Toten sind tot. Sie wissen nichts mehr. Aber vielleicht fragst du dich, aber stopp mal jetzt kurz. Was ist denn mit dem Schächer am Kreuz? Hat Jesus nicht zum Schächer am Kreuz gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein? Wir halten mal kurz hier an. Die Lutherbibel verwendet den Begriff Seele 230 Mal, doch nicht ein einziges Mal wird in der Bibel den, der Begriff verwendet, unsterbliche Seele. Alleine Gott hat Unsterblichkeit. Alleine Gott schenkt Unsterblichkeit. Wenn der Mensch tot ist, ist er tot. Die Toten loben den Herrn nicht mehr. Wollen wir jetzt alle diese Grundlagen, alle diese klaren Bibeltexte verwerfen, nur weil wir eine schwierige Passage haben. Wie arbeiten wir heute in der biblischen Hermeneutik? Wir gehen von den klaren zu den schwierigen Texten. Also was hat Jesus hier mit, damit gemeint, wo er am Kreuz sagte, Herr, da wurde er erstmal gefragt von dem Schächer am Kreuz, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Das war der Schächer am Kreuz. Und Jesus antwortete, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hm. Heißt das, dass Jesus hier zum Schächer am Kreuz gesagt hat? Du wirst mit mir heute im Paradies sein, so würden es heute viele auslegen und sagen, hier, hier sehen wir es doch, hier ist der Beweis. Der Schächer am Kreuz ging sofort an einem Freitag noch mit Jesus ins Paradies. Aber es hängt ja alles davon ab, wo und wie das Komma gesetzt wird. Wir wissen, dass die Satzzeichen erst später hinzugefügt wurden. So, die Bibel an sich wurde ohne Satzzeichen aufgeschrieben. Jetzt wollen wir uns mal genau anschauen, was passiert, wenn wir das Komma hier verschieben. Also, wir haben das Komma einmal hier, ich sage dir, Komma, heute. Jetzt verschieben wir das Komma. Bist du dabei? Achtung, einmal genau aufpassen. Jetzt haben wir das Komma verschoben. Und Jesus sprach zu ihm wahrlich, ich sage dir, heute, heute, wo ich am Kreuz hänge, heute, wo ich hier Sünden der Welt trage, heute, wo ich leide, wirst du mit mir im Paradies sein. Hier macht also ein Komma einen riesigen Unterschied, oder? Siehst du das? Vielleicht fragst du dich, wo soll aber denn Wissen, wo das Komma denn richtig eingesetzt werden sollte? Ja, wenn die Bibel im Original ohne Satzzeichen geschrieben worden ist und die Bibel vom Gesamtkontext her klar ist über den Zustand der Toten, dann setzen wir das Komma an dem Ort hin, der, wo der Text dann mit dem Rest der Bibel in Harmonie ist. Würde Jesus dem Verbrecher etwas erzählen, was im Widerspruch ist mit seinen eigenen Worten? Auf gar keinen Fall. Wahrlich, ich sage dir heute, heute wo ich am Kreuz hänge, wirst du mit mir in der Zukunft im Paradies sein. Jesus fuhr nicht am Tage seines Todes in den Himmel auf. Das steht ganz deutlich in der Bibel. Jesus starb am Freitag, war am Sabbat wo? Im Grab. Und am ersten Tag der Woche ist er auferstanden und dann zum Vater emporgefahren. Maria kam am Sonntag, zum, am ersten Tag der Woche zu Jesus zum Grab, fand das Grab leer und sie war tief traurig. Dann hörte sie die Stimme plötzlich, Maria. Sie drehte sich um und da war Jesus. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Wann war das? Am Sonntag. Okay, jetzt verstehen wir. Am Freitag war Jesus tot oder er ist da gestorben. Am Sabbat, am Samstag war er tot und erst am Sonntag ist er aufgefahren. Somit ist es also unmöglich, dass der Schächer am Kreuz am Freitag in den Himmel mit Jesus kam. Weil Jesus war ja noch gar nicht am Freitag da, weil er erst am Sonntag im Himmel dort zu Gott. Gekehrt. Gehe aber, so geht der Text weiter, Johannes 20, Vers 17, zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auch zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus spricht hier von der Zukunft. Er würde am Sonntag nach dem Gespräch mit Maria ins Himmelreich fahren, ohne den Schächer am Kreuz Und Der war ja tot. Der wartet bis zur Wiederkunft Jesu. Das Komma macht hier also einen gewaltigen Unterschied aus. Hier ein Beispiel. Hast du Enkelkinder? Ja oder nein? Stell dir mal vor, du bist Opa und du hast Enkelkinder. Deine Enkelkinder sind bei dir zu Hause, sitzen am Tisch und warten auf dich am Essenstisch. Und sie rufen: komm, wir essen! Opa! Jetzt nehmen wir mal ein Komma hier heraus. Wir nehmen das zweite Komma aus dem Text. Achtung, was passiert jetzt? Jetzt sitzen deine Enkelkinder immer noch am Tisch und sie rufen ganz laut, komm, wir essen, opa. Das wäre auch ein bisschen komisch, oder? Also glaub ich glaube, ich hätte es von deinen engelkindern Angst, wenn sie auf einmal dich aufessen wollen. Ihr macht also einen, einen Komma, einen riesigen Unterschied aus. Das Komma rettet insofern dein Leben. Durch meinen Tod bin ich in Geborgenheit. Ich ruhe in den Armen Gottes. Ich erhalte das ewige Leben, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wer auch immer du heute bist, was auch immer du erlebt hast, du brauchst keine Angst vor dem Tod zu haben. Jesus spricht zu dir, ich bin am Kreuz gestorben, deinen ewigen Tod, ich gebe dir ewiges Leben. Du kannst Frieden haben, Erfüllung und Glück. Du kannst heute mit Jesus ausrufen, Tod, wo ist sein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Jesus ist auferstanden. Er sagt uns, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der gleiche Jesus, der auferstanden ist, der in den Himmel auferfahren ist, wird vom Himmel her herabkommen und dich mitnehmen, damit du bei ihm bist in alle Ewigkeit. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl und dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel her herabkommen. Da werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Deine Eltern, dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder, die werden von den Toten auferstehen, weil sie mit Jesus gelebt haben. Und mit ihm zusammen werden auch wir Übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken, hinaufgehoben werden, in die Luft, um den Herrn zu begegnen und wie lange bei ihm bleiben? In Ewigkeit, in Ewigkeit, ewig. Halleluja. Amen, das wird kommen. Das hat auch mein Opa geglaubt, ein gläubiger Christ. Ich erinnere mich noch gut daran, an den Tag der Beerdigung, da war mein Opa im Sarg, er war plötzlich verstorben. Meine Oma, mein Opa waren unterwegs auf einer Schiffsfahrt in Nordeuropa. Plötzlich war Opa nicht mehr da. Er wachte eines Morgens sich mal auf. Er war von uns gegangen. Bei der Beerdigung, beziehungsweise dann direkt im Anschluss der Beerdigung, gibt es ja diese Trauerzeremonie, wo dann der Sarg aus der Kapelle geführt wird. Da ganz vorne war meine Oma ganz schwarz gekleidet. Sie war am Weinen voller Trauer, musste gestützt werden von ihren Söhnen. Dahinter waren dann, waren dann die engsten Angehörigen. Als wir diesen Trauerzug hinter dem Sarg entlang gingen, hörte ich plötzlich, wie jemand hinter mir am Rufen war. Gott sei gelobt! Er klatschte in die Hände. Gott sei gepriesen! Halleluja! Amen! Ich dachte mir, hä? Habe ich irgendetwas falsch verstanden? Passt das hier überhaupt rein? Was will dieser Mann? Und ich drehte mich um und ich sah, wie mein Onkel dahin ging. Und da erkannte ich diesen Mann. Es war ein lieber, gläubiger Bruder, der aber geistig zurückgeblieben ist. Und mein Onkel sagte ihm, du, was du da gerade machst, das passt hier nicht hinein in diese Trauerzeremonie. Aber da sagte dieser Mann, doch, wieso denn nicht? Willi, so heißt mein Opa, Willi hat an Gott geglaubt. Willi hat mit ihm gelebt. Er hat den Kampf auf der Erde hinter sich. Jesus Christus wird ihn auferwecken. Willi wird bald bei Gott sein. Nur noch eine kurze Zeit muss er warten. Jetzt ist er tot, aber dann kommt Jesus wieder. Halleluja! Er wollte weiter klatschen. Wurde dann aber ruhiger. Weil er doch sah, dass es irgendwie nicht passte. Ich reflektierte über das, was ich dort erlebte und ich erkannte, dieser liebe Bruder, der geistig zurückgeblieben war, hatte doch total recht gehabt, oder? Bei einer Beerdigung, natürlich gehört der da Trauer dazu, Leid müssen wir verarbeiten, der Schock ist da, aber im Endeffekt können wir uns doch freuen, oder? Jesus Christus kommt wieder, er schenkt uns neues Leben, wir können ihn preisen. Was für ein Tag, wenn die Gläubigen und Angehörigen werden auf, erweckt werden, sie werden dich suchen, sie schauen nach dir, deine verstorbene Ehefrau, die mit Gott gelebt hat, dein verstorbener Sohn. Sie suchen, Jesus Christus kommt wieder. Bald werden wir wieder zusammen sein. Ehemänner, Ehefrauen, Babys werden in die Arme ihrer Mütter gelegt werden. Wäre es nicht eine Tragödie, wenn ein Vater nach dir schaut und du bist nicht da? Wenn ein Ehepartner auch schon nach dir hält und er findet dich nicht? Jesus sucht dich auf der neuen Erde, du bist nicht da. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von uns verloren gehen würde? Verpass nicht die Ewigkeit, mein Freund. Entscheide dich für Jesus. Sei auf der Seite des Siegers, erhalte ewiges Leben. Jesus möchte dich retten. Er möchte, dass du für ewig in seinem Königreich bist. Da wäre eine große Lehre in seinem Herzen, wenn du nicht da bist. Eines Tages wird Jesus kommen. Die Blitze werden zucken. Pff, Donner wird grollen. Die Erde wird beben. Der Tod wird für immer gesiegt, besiegt werden. Jesus ist da. Er schenkt dir einen unsterblichen neuen Körper. Verpasst diese Chance nicht. Sage Ja zu ihm. Hier und jetzt. Da war eine Vortragsreihe wie diese der prediger machte einen aufruf nach diesem thema die Wahrheit über den tod und er fragte die menschen wer möchte gerne auf seinen persönlichen tod vorbereitet sein wer möchte gerne voller zuversicht und hoffnung seinen tod begegnen wenn wir auf der seite Jesu sind so sagte der verkündiger brauchen wir nichts zu befürchten dann haben wir den tod besiegt er machte einen aufruf und er fragte die menschen die Zuhörer, wer sich heute ganz für Jesus entscheiden möchte, wer zu 100% auf seiner Seite sein möchte, den lade ich ein, aufzustehen. Da standen viele Menschen auf, darunter auch eine Mutter. Sie war mit ihrer Tochter gekommen. Und die Mutter stand und sagte, ja, ich möchte mein Herz, mein Leben, mein alles Jesus schenken. Daneben war ihre Tochter. Ihre Tochter blieb sitzen. Die Mutter flüsterte ihrer Tochter zu, du willst du nicht auch aufstehen? Willst du dich nicht auch für Jesus entscheiden? Willst du nicht auch ein, ein Sieger sein, ewiges Leben haben? Und die Tochter sagte, nee Mama, ich nicht, jetzt noch nicht, ich bin noch so jung, ich möchte noch so viel erleben, ich habe noch so viel vor. Außerdem gibt es in meinem Leben Dinge, die, naja, das sind Dinge, die sind nicht gut für mich, ich weiß, aber die machen mir gerade Spaß, ich kann mich davon nicht trennen. Mama, du bist alt, für dich ist das richtig, du kannst die Entscheidung für jedes treffen, aber ich bin jung, Mama, später, jetzt nicht. Der Prediger endete mit dem Aufruf, war fertig und am Ende da... Bei der Tür stand er und er gab jedem die Hand, auch die Mutter, auch der Tochter. Als die Tochter schon rausgegangen war, sagte die Mutter zu dem Pastor, bitte beten Sie doch für meine Tochter, dass sie auch die Entscheidung für Jesus trifft. Mutter und Tochter sind in ihr Auto eingestiegen, gleich zack auf die nächste Autobahn nach Hause gefahren. Es war dunkel, nebelig. Da verlor ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Auto, raste in das Auto dieser beiden Frauen hinein, Mutter und Tochter verstorben am Unfallsort. Die eine, die Mutter war gestorben mit Frieden im Herzen. Die Tochter war noch nicht bereit für den Tod. Wir können nicht in ihr Herz schauen, wir wissen nicht, was in ihrem Leben passiert ist, aber an diesem Abend hat sie nicht die Entscheidung für Jesus getroffen. Mein Freund, wenn du heute Abend sterben würdest, hättest du Frieden mit Gott? Vielleicht bist du jung, du hast das Leben noch vor dir, aber warte nicht auf eine bessere Zeit, auf einen besseren Moment, auf eine bessere Situation. Wenn Jesus Christus dich jetzt ruft, sag Ja zu ihm. In der Bibel lesen wir, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit des Heils. Wenn du die Stimme Gottes jetzt hörst, dann sag ja. Es kann sein, dass die Stimme Gottes immer leiser wird und irgendwann hörst du sie gar nicht mehr. Jesus liebt dich, er hat alles für dich gegeben. Sag ja, wie die Mutter. Ersteh, entscheide dich für Jesus. Steh auf und komm im Gebet zu Jesus Christus und sage ihm, Herr, ich will dir alles geben. Dann brauchst du keine Angst haben vor dem Tod. Dann wird, das Tod, wird der Tod nur eine kurze Trennung sein. In unserer Beziehung zu unserem Erlöser, Jesus Christus, dann wird er dich rufen und sagen: Komm, steh auf. Hier bist du, mein Freund. Das ist das Reich, was ich dir geben möchte. Endlich bist du in der Ewigkeit bei mir. Ich liebe dich so sehr. Ich habe alles für dich gegeben. Willst du heute dein Leben Jesus schenken? Ja zu ihm sagen? Ist das dein Wunsch? Dann sage ihm das jetzt im Gebet. Wollen wir das gemeinsam tun? Beten wir. Unser Vater im Himmel, Herr Jesus, danke, dass du den Tod am Kreuz besiegt hast. Danke dass wir ewig leben können. Wir möchten unser Leben dir jetzt geben, alles dir schenken und wir möchten dich bitten, dass du uns führst. Herr, wenn wir zu kämpfen haben, wenn wir Leiden haben, wenn wir den Tod fürchten, gib uns Trost und Frieden. Du sagst in deinem Wort, dass du uns in Johannes 14, Vers 27 deinen göttlichen Frieden gibst, nicht was die Welt gibt. Danke, dass du uns das jetzt in diesem Moment schenkst, dass wir deine Kinder sind und dass wir den Tod mit dir besiegt haben. Halleluja, Herr Jesus. Amen. Mein lieber Freund, ich würde dich gerne einladen zum nächsten Thema. Hochspannend, wie werde ich reich? So machen wir das Beste aus unserem Geld. Der Weg zum echten Reichtum ist einfacher, als du denkst. Komm und sei dabei, erlebe Gott und seine Wahrheit. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.